Look. We may still be able to save the others. Let's hurry. Ja, lass uns beeilen, lass uns anfangen. Das ist Dust an Elysian Tale, ein Spiel, das ich als PC-Spieler, der nur ab und zu mal ins Xbox-Genre abgleitet, nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist jetzt neu auf Steam rausgekommen. Für mich eine sehr schöne Umsetzung. Ich war total angefixt, als ich es gesehen habe, habe es mir gezogen und mal ein paar Stunden reingespielt. Es ist ein schöner Plattformer, ein Jump'n'Run. Und es ist ein Metroidvania, also nach dem alten Stil von Super Metroid und Castlevania. Und es geht mächtig ab, also es ist nichts Gemütliches, sondern man wedelt durch eine wunderschöne Welt und kämpft gegen viele Gegner. Warum, wieso, weshalb, das ist am Anfang nicht ganz klar, denn man weiß gar nicht so richtig, wer man ist, oder? Genau, der Protagonist hat keine Ahnung, wer er ist. Er gibt sich selbst am Anfang den Namen Dust, aber woher er kommt, wie er da gelandet ist, das weiß im Moment keiner. Im späteren Verlauf sieht man dann einen General Gaius, der wohl einen Krieg führt, und das scheint so der Aufhängepunkt der Geschichte zu sein. Genau, der Ring des Wissens, der Meisterring der Konzentration. Ihr seht, es ist wie in einem normalen Rollenspiel. Man hat Gegenstände mit verschiedenen Werten, die den Charakter entsprechend verändern. Man kann den Charakter aufleveln, um in den Kämpfen gegen die Gegner natürlich besser dazustehen als am Anfang. Ja, man schwingt das Schwert in vielen verschiedenen Gebieten, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Schneegebiete, Wälder, Berge und hier sieht man einen Friedhof mit Untoten. In den verschiedenen Gebieten sind auch sehr unterschiedliche Gegner. Man sieht hier, die Untoten sind relativ langsam und behäbig. Es gibt im Schneegebiet zum Beispiel Wölfe, die einen anspringen und sehr schnell laufen. Also man muss da schon sehr variabel spielen können. Die Kämpfe bestreiten sie mit ihrem Schwert und auch mit Hilfe ihrer Begleiterin. Und für erfolgreich absolvierte Kämpfe bekommen sie Erfahrungspunkte, für die sie jeweils einen Stein bekommen, die sie später im Charaktermenü einsetzen dürfen, um ihre Fähigkeiten entsprechend aufzuleveln. Und man muss darauf achten, dass zwischen den Fähigkeiten nicht mehr als 4 Steine Unterschied sein dürfen. Das heißt, man hat nicht ganz so viele Freiheiten bei der Gestaltung der eigenen Fähigkeiten. Oh, well, I do need some sort of measurement. We don't see many Nimbats around here. Here, give me a pen. I'll draw it myself. Okay, there. Done. See how well I've captured every nuanced curve? See? You can use this to measure your doll. It's perfect! No, it really isn't. Actually, that's the worst drawing I've ever seen. Das kommt mit einer sehr schönen und passenden Sprachausgabe, die allerdings auch in der deutschen Steam-Version nur auf Englisch ist. Allerdings sind die Übersetzung und die deutschen Untertitel wirklich sehr schön geraten. Ja, man kann sich in den meisten Dialogen Lachen kaum verkneifen, denn Fidget ist schon sehr witzig. Als Jump'n'Run an sich ist das Spiel nicht sehr herausfordernd auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden und ab und zu hatten wir mit nicht ganz perfekt platzierten Checkboxen bei den Plattformen zu tun. Aber ansonsten spielt es sich wirklich sehr rund und es ist insgesamt eine der besten Konsolenumsetzungen der letzten Zeit. Ja, wie man hier sieht, hat man Blaupausen, die gehören zum Crafting-System, werden oft von Gegnern fallen gelassen. Um etwas zu craften, benötigt man zwischen 1 und 3 Gegenständen. Die kann man entweder einsammeln oder auch bei Händlern kaufen. Es gibt Rüstungen, Waffen, Ringe und Amulette, die gecraftet werden können. Besonders witzig ist, dass sich in Dust sogar 12 Charaktere aus anderen Indie-Spielen verstecken, die man finden muss und befreien, zum Beispiel Super Meat Boy. Ja, hier sieht man, dass die Level, in denen man die Charaktere findet, beziehungsweise ihre Käfige, oft dem Charakter auch nachempfunden sind. Man kann ja mal raten, welcher Charakter hier aus dem Käfig kommt. Außerdem bietet Dust noch 4 Challenge Arenas, in denen sie unter Zeitdruck auf der Jagd nach Sphären gehen und diese zerschlagen müssen. Die Level können sie mit einem bis zu 4 Sterne Rating abschließen und sich dann dementsprechende Achievements verdienen.
Neben den normalen Gegnern gibt es natürlich auch Bosskämpfe im Spiel. Die sind, bieten einen ähnlichen Verlauf wie die anderen Kämpfe, sind auch nicht ganz so anspruchsvoll. Sehr wichtig ist hier allerdings, dass sie blocken und dann dementsprechend einen Gegenangriff einleiten. Ja, vom Design und der Hintergrundgeschichte der Kämpfe sind sie sehr gut gestaltet. Ich persönlich fand die Geschichte dieses Kampfes sehr interessant. Es handelt sich da um eine geplagte Seele eines Kriegsverbrechers. Die man befreien muss? Genau, man muss sie also töten, um die Seele zu befreien und dein altes Ehepaar wieder zusammenführen. Romantisch. Man sieht es hier im Spielverlauf, vor allem gegen Ende des Spiels, platzt der Bildschirm geradezu vor grafischen Effekten. Die Optik ist sowieso schon wunderbar, allerdings ist es hier so, dass man in den Kämpfen oftmals auch die Übersicht verliert, obwohl sie trotzdem eigentlich gegen Ende des Spiels doch recht einfach werden, oder? Ja, sie sind sehr einfach. In dem Fall spiele ich auf normal. Allerdings gegen Ende ist es wirklich null Herausforderung, also erfahrenen Spielern würde ich höhere Schwierigkeitsgrade empfehlen.